Dann übergebe ich das Mikrofon jetzt wieder an Jürgen. Ja, so viel ist dann tatsächlich nicht mehr zu tun und ein bisschen was möchte ich auch noch haben. Der nächste Antrag wäre der PPA 01, der ist zurückgezogen worden. Möchte den jemand übernehmen? Ich weiß. Das ist der Trolltest. Aber ich darf euch gratulieren. Also, PPA 01 ist zurückgezogen, weil sinnlos. Und ich darf dem Landesparteitag gratulieren. Sämtliche Teilnehmer haben entweder erkannt oder verpasst, dass sie hier trollen würden. Und wir kommen weiter, das war der einzige zu Positionspapieren, und wir kommen weiter zu Beschlussfassungen über Dringlichkeitsanträge. Hier kommt dann der Änderungs- oder die Anträge PA05 und PAE05, die geändert werden durften. Daher jetzt Frage an die Antragsteller: Habt ihr von dieser Änderung Gebrauch gemacht und wenn ja, in welcher Form? Und schriftlich wäre natürlich auch eine tolle Sache, weil... So finden vielleicht jetzt alle nicht ganz so gut, aber wir haben uns jetzt mal zusammengesetzt und es wäre so, wir belassen das jetzt bei der Konkurrenz, denn das wäre, also es wäre zu aufwendig, das beides jetzt noch ineinander zu machen. Der Hinweis ist aber sowieso noch, weder der eine noch der andere sind natürlich jetzt vollständig, was alle möglichen Bildungsthemen anbetrifft. Das heißt, wir werden eh nicht drumherum kommen, bei den nächsten LPTs dieses Thema nochmal anzusprechen. Und da haben wir genügend Zeit, dann da auch nochmal Arbeit reinzustecken. Also ist jetzt nicht so schlimm, wenn das jetzt eben nicht der perfekteste Antrag aller Zeiten ist. Gut. Also, die Konkurrenzsituation bleibt erhalten. Die Anträge sind nicht. Entschuldigung, darf ich zu dem Thema auch noch was sagen? Ja. Achso, ich dachte, ihr hättet euch da abgesprochen und mit einer Stimme sozusagen. Na, okay, gut. Die Sache ist die: Wir sind relativ schnell übereingekommen, dass es weiterhin konkurrierend bleibt. Für mich war ausschlaggebend dahin, dass Jonas mir auch gesagt hat, dass er auf den nächsten Parteitagen versucht, das Ganze noch extrem aufzublasen. Das heißt, alles Mögliche, was dazugehört. Und ich denke mir, dass das, was ich geschrieben habe, ist zwar durchaus detailliert, aber in sich so weit stimmig, dass ich eigentlich dazu mehr auch nicht sagen möchte. Also jetzt inhaltlich. Also ich sehe nicht, dass hier noch großer Spielraum für Veränderungen da ist. Es ist ein allgemeines Programm. Und deshalb kommen wir nicht zusammen. Weil der Jonas, dem schwebt was weitaus Detaillierteres noch vor. Und für mich ist das detailliert genug für eine Partei, die momentan in den Umfrageergebnissen optional bei 3% liegt. Dankeschön. Kleiner Hinweis an Knut, das kann oder muss nicht aufhalten, dass sich jemand an deine Anträge setzt und die auch aufbläst. Aber gut, das ist eine andere Sache. Die Anträge sind behandelt worden. Hatten wir da Diskussion schon? Ja. Ja, stimmt. Ja. Deswegen kam es dazu, dass euch die Änderung gestattet worden ist. Das heißt, wir kommen jetzt zur Abstimmung, der Alternativabstimmung PA05, PAE05 und keine von beiden. Nur die grünen Karten. Wer stimmt dem Antrag PA05 zu? Dankeschön. Wer stimmt dem Antrag PAE05 zu? Dankeschön. Wer stimmt keinen von beiden Anträgen zu? Dankeschön. Wir stimmen über Antrag PA05 ab, der die Mehrheit hatte. Wer stimmt für respektive gegen den Antrag PA05? Bitte, ja, ich muss zählen, sorry, bitte haltet hoch.
Der Antrag ist mit knapper Zweidrittelmehrheit angenommen. So, Dankeschön. Wir kommen zum Programmpunkt Sonstiges. Sonstiges ist leer. Wir kommen zum Antrag Schlussworte. Schlussworte liegt nicht bei mir. Ich darf den unseren Vorstandsvorsitzenden auf die Bühne bitten. Ich darf den Vorstandsvorsitzenden darauf hinweisen, dass die Schlussworte üblicherweise Dankesworte an viele helfende Piraten und vorbereitende Privaten beinhaltet. Klatscht doch erst, wenn ich fertig bin. Jürgen, du wolltest mir eine Liste geben, wem ich alles danken muss. Du wolltest mir eine Liste geben, wem ich alles danken muss. Hat jemand die Liste von Volker noch? Ja, das Schöne an so einem Parteitag ist ja, wenn nicht wahnsinnig viele Leute wahnsinnig viel Zeit investieren und dafür sorgen, dass er funktioniert, funktioniert er nicht. Insofern ist es toll, dass auch dieses Mal wieder wahnsinnig viele Helfer dafür gesorgt haben, dass er funktioniert hat. Es wäre schön, wenn heute etwas mehr Leute hier gewesen wären. Ich persönlich finde es etwas erschreckend, dass viel mehr bei der Vorstandswahl da sind, als dann bei den Programmen. Aber vielleicht zeigt das ja auch die Wichtigkeit des Programms ein wenig, aber egal. Das Tolle ist ja, ihr müsst jetzt alle sitzen bleiben und mir zuhören. Okay, zurück zum Ernst des Lebens. Ich denke, das Wichtigste, was wir in den nächsten Wochen und Monaten zu tun haben, ist, die Kommunalwahlen vorzubereiten. Wir haben jetzt ein wenig mehr Wahlprogramm für die Landtagswahl, was uns aber nicht daran hindern soll, alle Elemente daraus für die Kommunalwahl zu klauen, die wir für sinnvoll halten. Denn es ist ja schließlich unser Programm. Und ich hoffe sehr, dass wir bei der Kommunalwahl deutlich besser abschneiden, als wir das beim ersten Mal vor 5 Jahren gemacht haben. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass ihr alle euer Bestes geben werdet, dass wir das schaffen. Tschakka. Naja gut, und weil er es mit dem Danken halt doch nicht so raus hatte. Es gibt halt ein paar Leute, denen möchte ich danken, weil mir gedankt worden ist, stellvertretend. Insbesondere möchte ich den Duke danken, denn mir ist gesagt worden, der Stream war exzellent. Es gab Vergleiche mit dem Landesparteitag in Berlin oder wie immer die ihr Ding nennen. Und ich glaube, es fiel das Wort technisch abkacken. Aber wir wollen ja keine Konkurrenzsituation schaffen. Nein. Also herzlichen Dank, das war technisch einwandfrei. Es war super, wo wir bei technisch einwandfrei sind. Herzlichen Dank an die Technik und allen, die da vorbereitend zuständig und tätig waren. Das war eine wunderbare Arbeit. Wir hatten hervorragende Möglichkeiten. Wenn mal was nicht so geklappt hat, war das meistens ein Fehler vor der Tastatur. In der Küche hatten wir Versorgung quasi rund um die Uhr mit vielen Freiwilligen. Nicht zu vergessen ist, dass eine solche Begebung natürlich vorbereitet werden muss. Das wurde gemacht von vielen Piraten oder sagen wir besser einigen Piraten. Wir hatten eine wunderbar funktionierende, durchgehend besetzte Akkreditierung. Ich nenne hier explizit jetzt keine Namen, weil ich sonst sowieso wieder die wichtigsten vergesse. Ja, wir hatten einen insgesamt wunderbaren Parteitag. Ich hoffe, dass das viele motiviert, beim nächsten Parteitag dabei zu sein. So, ja, mache ich weiter, genau. Ich hatte ein wunderbares Team, sehr viele Protokollanten, die immer zur Verfügung standen. Ich hatte eine wunderbare Assistentin.
Was hatte ich denn sonst noch? Ich hatte zumindest größtenteils ein wunderbares Front Office und ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich danke allen, die hier geholfen haben. Und ich danke natürlich der Versammlungsleitung, die es trotz eines stark geschwächten Antragsbüros trotzdem sehr gut geschafft hat. Ach so, ich habe natürlich vergessen, dem Wichtigsten zu danken, überhaupt. Ich danke den Piraten, die hier waren. Ja, nach Absprache mit dem Hausmeister, ich hoffe, dass einige noch hier bleiben und ein bisschen helfen. Wir können die Betischung so lassen. Also es müsste unter Umständen noch eine Reihe vorne eingeführt werden. Tische stehen überall rum, zum Beispiel da im Foyer. Und also muss noch eine Reihe eingezogen werden. Die Tische, die Stühle wären gut, wenn die nach hinten kommen. Das geht dann aus meiner Sicht relativ schnell. Also wenn es keine Stellen sind, die extrem verschmutzt sind, würde ich sagen, können wir... Ja, also klar. Gut, also wir reden jetzt nicht über Selbstverständlichkeiten. Der Müll wird selbstverständlich weggeräumt und in die dazugehörigen Tüten geschmissen. Es wird hier vorne eine Reihe aufgebaut, die Stühle kommen nach hinten und das Ganze zügig. Und damit ist dieser Landesparteitag auch offiziell beendet.